Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey mit dem alten Mann von den Schlaftabletten, immer noch beim Atlantis DLC Episode 3. Hier ist auch noch sowas, so ein Lager, und hier. Hier kriegen wir aber kein Alamantium, hier kriegen wir Wissen und vielleicht Doma Ampheris. Vielleicht. Das Gebiet wird gut bewacht. Kommt sie? Gut. Vielleicht. Was? Er hat nichts mitgekriegt. Ich muss rausfinden, was das ist. Ja, das wäre schön. Dazu kommst du jetzt her. Ja, diesen Schild, ne, den setze ich gar nicht ein. Oh, bleib doch unten. Den setze ich gar nicht ein. Ich habe jetzt eben was überlegt. Ich habe ja hier... Hier haben wir jetzt was freigeschalten. Die Schockwelle, die benutze ich nicht. Die muss ich dann auch zuweisen, ne? Gut. Ich habe ja hier meine eingespielten Sachen. Wobei, den nutze ich auch kaum. Vielleicht sollte ich die Schockwelle dann darauf legen. Ich weiß es noch nicht. Wäre schön, wenn von denen, die ich benutze, und naja, das wäre so schön, aber man kann ja wohl, kann wohl nicht alles haben. Ich muss mal gucken. Können wir rüberhüppen? Da steht er schon. Na? Hörst du wohl? Hier kann man ja leider... Ich komme hier nicht mal zwischen den Körben durch. Oh, Entschuldigung. Ich komme nicht mal zwischen den Körben durch. So, Freund. Schaue ich mir besser an. So, Freundin. So, jetzt ist da wieder einer lang gegangen. Da oben ist noch einer und da ist der Big Boss. Was hast du denn vor, Junge? Du willst da bleiben. Hier gilt es wieder. Hier geht, dann bricht dann auch die Framerate ein. Was? Ich sehe nach, was das war. Ob das das Feuer ist? Keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen lächerlich. Also irgendwas... Das kann eigentlich nicht sein. Also, mein System müsste eigentlich... Ah, da ist noch einer. Ausreichend Leistung haben. Dass es überhaupt gar kein Problem ist. Ich glaube, das war hier erstmal alles. Dann machen wir erstmal das. Immer noch nicht Stufe 2. Nervig. Aber ein Fähigkeitspunkt. So, ich kann jetzt auch aufstehen. Ich habe jetzt ernsthaft gedacht, wir kommen Stufe 2. Ampheris war das Feuer, so viel ist sicher, aber dann war seine Tochter der Herd.
Solange sie an seiner Seite war, ward sein Doma ein Ort der Wärme und sogar der Liebe. Aha. Warum mache ich das? Müsste man ein paar Pfeile bauen. Na, ich will dich. Aber irgendwie schaffen sie es immer, irgendwann an bestimmten Stellen was zu verbacken. Ein Schatz fehlt mir noch. Ich baue erstmal ein paar Pfeile. Was haben wir hier? Sowas zum Verkaufen. Zum Verkaufen. Zum Verkaufen. Wieder so, wie es sein soll. Kriegt sich hier nicht ein, das Spiel, ne? Selbst der Ton kommt verzögert. Hier ist noch ein Schatz. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich ignoriert. So, damit haben wir das ja auch erledigt. Gehen wir gleich mal nach unten. Dann hoffe ich mal. Nein, das war ein weiter, ne? Halt. Das Ruckel hier mal aufhört. Das ist ja lästig. Jetzt ruckelt mein Controller. Haha, haha. Gucken wir uns mal von oben an. Oder von unten. Hier ging es runter, ne? Ja. Hier sind übrigens keine Kinder, ne? Hier komme ich durch. Konsos Archiv. Es hört sich akustisch übrigens sehr gut an. Gucken jetzt alle hierher, ne? Alle. Einer ist hier unten runter. Aber wisst ihr was? Ich werde mal hängen bleiben. Nein. Kann doch nicht normal sein. Nö, dann können wir mal gucken. Ich glaube, ich hätte da doch von hinten rangekonnt. Ich werde jetzt mal erstmal was machen. Das habe ich jetzt wieder verdrängt. Den habe ich nicht gesehen. Nutze den Zorn des Ares um deinen und damit erschaffst du einen Bereich von 5 Metern, in dem alle Gegner verlangsamt werden. Nach 15 Sekunden in dem Bereich halten alle verlangsamt 250% Schaden. Den werden wir zuweisen. Und zwar, das war eine Bogenfähigkeit. Ah, wisst ihr was? Ich werde den Stierlauf, der ist ja nicht so effektiv, ersetzen. Der Zorn des Ares. Ah. Wo willst du hin? Ach, du willst die Schriftrollen studieren? Ja, ist halt nicht für jeden was. Der Beweis.
Aber was ist das hier? Was, du kannst deine Strapse hören? Das habe ich eben verstanden. Also echt. Der kann mich nicht sehen, das ist gut. Der kann mich sehen, das ist scheiße. Ah, jetzt habe ich den ausgewählt. Aber jetzt zersäbelt. Warte mal. Das wollte ich noch. So. Der andere hat nichts mitbekommen, ne? Der steht da wie so ein Ölgötze. Aber ist in Ordnung. Wenn er meint, dann soll er das tun, ne? Hat CS Überlebungs- und Prototypen. Ein weiterer Test, ein weiterer Fehlschlag. Vielleicht hatte Poseidon recht. Vielleicht sollte das Tuch verboten werden. Jedoch. Das Tuch. Wer war das? Niemanden. Du hattest einen rostigen Streitkolben. Ah, hier ist das Zeug. Gut. Dann haben wir schon wieder eins. Das ist auch noch ein Schatz. Der ist da hinten weiter. Und hier sind noch zwei so eine Tafeln. Sehr schön. Technologiehistoriker. Zyklus 9338. Während Hephaistos ein Meister in der Erschaffung von Kriegsinstrumenten war, zeigte sich sein Lehrling Konsus gleichsam begabt in der Erschaffung von Instrumenten des Lebens. Es war während des Vereinigungskrieges, dass der Wissenschaftler dem Blutvergießen mit Innovation begegnete. Angesichts der ständig wachsenden Opferzahlen arbeitete er wie besessen daran, ein Instrument zu schaffen, mit dem vom Krieg zerstörte Körper in ihren ehemals gesunden Zustand zurückversetzt werden könnten. Es gelang ihm schließlich, ein Prototyp zu schaffen, und als er sich dem Ende seines natürlichen Lebens näherte, übertrug er sein Bewusstsein in dieses neue Instrument. Unfähig mit der Außenwelt zu kommunizieren, versanken er und der Prototyp jedoch vor Jahrhunderte im Dunkeln. Es folgten viele gescheiterte Versuche von anderen ISO-Wissenschaftlern, Konsus Erfindung nachzuahmen. Während des vergangenen Zykluses kamen Gerüchte über die Entdeckung von Konsus originalen Prototyp auf, doch Belege für diese Entdeckung stehen weiterhin aus. Aha. Was ist denn das für ein Tuch? Eine Geschichte von Brüdern. Reich ist, die Art des Blutes, die seine Untergebenen haben, unbedeutend. Das Wort Fortschritt bedeutet ihm so viel wie der Dreck und der... warum ist das mittendrin? So, jetzt... Nein, ich fange nicht von vorne an. Das ist auch zu viel zum Lesen. Es muss da drüben sein. Ja, das war das mit den Prototypen. Hier muss noch irgendwo eine Truhe sein. Ich kann hier raufklettern mit einer Leiter. Mit einer Leiter. So. Ja.
nicht sein. Wie kommen wir an diesen Schatz ran? Geh doch einfach mal wieder rauf. Das ist ja ein Ding. Da ist ein Raum. Aber ich kann ja hier nicht einfach diese Dinger wegschieben. Na, nun bleib nicht mehr hängen. Warum muss ich jetzt Dinge tun, die ich... Das kann ich mal hier alles nicht verstehen. Hier geht's aber auch nicht weiter. Und hier? Ach, hier. Kam kein Symbol, weil hier zwei untereinander standen? Oder habe ich das gar nicht erst gesehen? Ah, ich vermute mal letztes. Was ist das hier? Ein ISO-Instrument. So etwas habe ich noch nie gesehen. Oh, 20 ISO-Wissen. Ich habe das Tuch gefunden. Ich habe einfach so das... Na gut. Ich habe das Tuch gefunden. Hallo. Das ist schön. Gut, dann haben wir das hier auch erforscht. Und jetzt sind wir zwei. Und jetzt können wir natürlich zu den anderen Dingen hier, die denn noch so sind. Wir haben auch wieder einen Punkt. Den werde ich wieder für den Bogen nehmen. Da wollte ich hin. Ich muss jetzt nach da. Hier ist noch nicht so ein Zweier, aber da ist einer. Dann kann ich da endlich rein. Ich habe so geschimpft. Und dann ging es doch schneller, als ich dachte. Aber das ist so. Ich habe immer keine Geduld. Ich gebe es ja zu. Ich bin so ungeduldig. Hier irgendwelche Tafeln sind. Na, das sind normale Sachen. Brauche ich natürlich auch. Aber die sind weiter unten. Tafeln oder anderes Zeug. Da oben drauf. Bin ich ja mal gespannt. Ah, ein Kaktus. Was ist denn hier los? Saris hat mich gestern untersucht. Er sagte, ich bin weit nach Hause. Der ist doch hier unten, ne? Nein. Thank you.
Avea, Don Espi! Aha. Wo denn nu? Ist Asajj etwa ein Arzt und ein Archon? Was habe ich übersehen? Was muss ich tun? Asajj, du hast alle Hände voll zu tun. Die Kastes, welch willkommener Anblick. Davon gab es in letzter Zeit nicht viele. So viele Kranke? Ich bin überrascht, dass sich etwas in einem so fortschrittlichen Ort ausbreitet. Es ist erschreckend. Nichts, was ich versucht habe, heilt die Kranken oder stoppt den Erreger. Ich habe schon so viele verloren. Du siehst wirklich besorgt aus. Hast du je eine Krankheit wie diese erlebt? Nein. Während dieses Zyklus gab es viele seltsame Ereignisse, eingegangene Pflanzen, eigenartige Insekten und Tierangriffe. Ich frage mich, was das bedeutet. Wann hast du die Krankheit denn das erste Mal bemerkt? Zu Beginn dieses Zyklus. Es fing langsam an und ich dachte mir erst nichts dabei. Aber jeden Tag kamen mehr Fälle. Mit jedem Kranken breitete sich der Erreger schneller aus. Keine Sorge, wir werden die Krankheit aufhalten. Sag mir, was du brauchst. Nun ja, es gab ein Instrument, an dem ein Wissenschaftler namens Consus gearbeitet hat. Es sollte dabei helfen, Verletzungen schnell zu heilen und Krankheiten auszurotten. Sollte? Das Gerät ist verschwunden. Wissenschaftler haben versucht, es auf Basis der Pläne nachzubauen, aber es befindet sich noch in der Testphase. Und es wurde noch nicht an Menschen ausprobiert. Es funktioniert also vielleicht nicht. Das ist nicht das größte Problem. Poseidon verbietet den Einsatz unserer Werkzeuge für Menschen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird sich der Erreger über ganz Atlantis ausbreiten. Wenn du glaubst, dieses Instrument könnte den Kranken helfen, sollst du es bekommen. Die Weisheit der Isu, das Mitgefühl eines Menschen. Du warst die richtige Wahl als Dikastes. Du findest das Instrument in einem der Isu-Labore im Consus-Archiv. Ja, Warum gehst denn du weg? Hä? Warte mal. Ich habe das leuchtende Tuch, das du wolltest. Eigentlich ist es ein Nanotech-Materienregenerator, aber du hast ihn. Unglaublich. Also, dann sehen wir mal, was das Ding kann. Sag's, Scheiße, was hast du nur getan? Ich dachte, ich hätte ihn richtig eingestellt. Was habe ich getan? Ich habe ihn getötet. Er funktioniert nicht. Und du hast mit deinem Diebstahl gegen Poseidons Gesetz verstoßen. Was machen wir jetzt? Dieses Ding ist gefährlich. Vielleicht hat Poseidon es aus gutem Grund verboten. Wir sollten es nicht mehr einsetzen. Ich hatte so große Hoffnungen. Aber du hast recht. Das Gerät ist noch nicht bereit für den Einsatz. Ich habe das Leiden nur noch vergrößert. Manches lässt sich nicht mit Instrumenten oder Verstand bekämpfen. Es gibt Probleme, die selbst Isu nicht lösen kann. Dann kann ich dieses Instrument wohl nur ins Labor zurückbringen. Und den Kranken bis zu ihrem Lebensende Trost spenden. War das jetzt richtig entschieden? Ich kann ihn aber auch nicht an den Kranken hier die Versuche machen lassen. Das würde ich jetzt auch blöd finden. Aber richtig helfen konnte ich ihm nicht. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier in die Kammer, ne? So, einem Archon wäre geholfen. Hoffentlich sind die nicht alle so.
In der Tasche ist nichts. So, ihr wisst, wo ich hinwollen, ne? Da unten will ich hin. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Hier will ich hin. Und da und hier will ich hin. Und da, da geht's rein. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.